dem Mitmach-Nachrichtenmagazin für junge Leute. Diesmal in einem ganz neuen Design und aus unserem nagelneuen TV-Studio mitten im Herzen von Köln. Heute führen euch durch die Sendung Lena und Maria. Und da wir ein Mitmach-Nachrichtenmagazin sind, haben wir uns diesmal auch tatkräftige Unterstützung geholt. Die Zehntklässlerinnen und die Mitglieder der Schülerzeitung vom Ursulinen-Gymnasium in Köln haben uns viele positive Nachrichten mitgebracht. Ein herzliches Hallo an euch. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Hallo. Good news, good news. It's all good news for you. It's all good news for you. Wusstet ihr eigentlich, dass Nachrichten das beliebteste Fernsehformat der Deutschen sind? Das zumindest ergab im letzten Jahr eine Umfrage des Allerbach-Instituts für Demoskopie. Kaum zu glauben, oder? Andererseits aber doch nicht so verwunderlich. Schließlich informieren uns Nachrichten ja über aktuelle Ereignisse in dieser Welt. Und da wir ihnen heutzutage fast überall begegnen, ob im Fernsehen, im Radio, im Internet oder in Zeitungen, haben wir fast gar keine andere Wahl, als uns mit den Nachrichten auseinanderzusetzen. Nachrichten informieren und nehmen damit auch einen großen Einfluss auf unser Bild von Wirklichkeit. Aber wie wirklich ist diese Wirklichkeit eigentlich, die uns die Nachrichten tagtäglich zeigen? Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Da Vega, Rektor der Alanus Hochschule in Alfter und Professor für Philosophie. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ein Philosoph in der Sendung, was hat der denn mit Nachrichten zu tun? Nun, die Philosophie versucht ja, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, sie zu deuten und zu verstehen. Wer ernsthaft philosophiert, heißt es bei Wikipedia, der stellt kritische Fragen an die ihn umgebende Welt sowie an sich selbst und lässt sich im Idealfall nicht so leicht täuschen oder von anderen seelisch-geistig manipulieren. Und jemand, der sich nicht so leicht manipulieren lässt, ist genau der Richtige für unsere heutige Sendung. Nachrichten informieren nämlich nicht nur, sie sind auch ein Geschäft. Und dazu ein sehr schnelllebiges. Die Schlagzeile von gestern ist heute nichts mehr wert. Neue Schlagzeilen müssen also her. Es geht vor allem um Profit, manchmal auch auf Kosten der Wahrheit. Zeigen die Nachrichten die Welt so, wie sie wirklich ist? Oder haben sie ihr eigenes Wirklichkeitsbild, was nur der Nachrichtenlogik entspricht? Und haben die Jugendlichen überhaupt die Möglichkeit, dieses Wirklichkeitsbild zu überprüfen? Diese und andere Fragen werden wir mit unserem heutigen Gast klären. Aber jetzt mal eine ganz dumme Frage. Was ist eigentlich Wirklichkeit? Journalistikstudent Robin ist mit Film- und Fernsehstudenten Andreas und Miles auf die Straße gegangen, um die Leute dort genau das zu fragen. Wirklichkeit ist für mich die Dinge, die ich im täglichen Leben vor der Haustüre wahrnehme und die mir nicht über die Medien vorgesetzt werden. Ich würde Wirklichkeit als etwas definieren, was man mir zu 100% nachweisen kann, was ich irgendwo nachlesen kann und wo ich zu 100% weiß, ja, das ist wahr. Ich glaube, Wirklichkeit ist nichts Absolutes, sondern was Relatives. Jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Wirklichkeiten sind kreierbar, Virtual Reality als Stichwort. Und deswegen glaube ich nicht, dass es die Wirklichkeit gibt. Ganz schön philosophisch, oder? Professor Dr. Da Vega, verraten Sie uns, wie Sie als Philosoph den Begriff Wirklichkeit definieren? Ja, definieren möchte ich ihn eigentlich nicht, sondern vielleicht etwas umschreiben oder metaphorisch ausdrücken. Auf der einen Seite ist die Wirklichkeit das Offensichtliche, also das, was wir sozusagen unmittelbar und täglich erleben. Auf der anderen Seite ist es auch das Verborgene, weil wir müssen viele Dinge erstmal erforschen, um sie zu erkennen. Dann ist es das, wo wir alle drinnen leben und von dem wir ein Teil sind. Und dann ist auch die Wirklichkeit das, was wir mit unserem Handeln verändern wollen. Vielen Dank schon mal für diese Erklärung Ihres Begriffs für Wirklichkeit. Wir werden später noch mal intensiver über das Thema sprechen. Apropos Wirklichkeit. Die Wirklichkeit vieler Jugendlichen sieht doch heute eher so aus, wie es ein Spot unserer Film- und Fernsehstudenten zeigt. Oder etwa nicht? Habt ihr schon für Mathe gelernt? Hauptsache, die hat schon wieder ein neues Selfie hochgeladen. Kann ich mal die Chips haben?
Laut GYM-Studie benutzen 81% der Jugendlichen täglich ihr Handy. Besonders intensiv sei die Nutzung in der Gruppe der 17- bis 25-Jährigen. Sie beschäftige sich täglich mehr als 3 Stunden mit ihrem Smartphone, heißt es in einem Online-Artikel der Tagesschau mit dem Titel Generation Wisch und Klick. Wörter wie Smartphone oder Handysucht werden häufig in den Medien genannt. Es besteht die Angst, dass besonders Jugendliche die häufige Nutzung von Handys den Wirklichkeitsbezug verlieren könnten. Sie stehen, was Suchtgefahr betrifft, in den Medien ohnehin unter Generalverdacht. Aber geht den Jugendlichen der Bezug zur Wirklichkeit tatsächlich verloren oder sind das nur die Ängste der Erwachsenen? Diese Frage haben wir an unsere Schülerreporterin weitergegeben. Mit ihren Good News wollen sie uns zeigen, dass die Wirklichkeit der Jugendlichen nicht ganz so einseitig ist, wie sie sich mancher Erwachsener vielleicht vorstellt und dass ein Handy in der Hand eines Jugendlichen nicht ganz so schlecht ist. Immer wieder wird uns gesagt, welche negativen Einflüsse Smartphones auf uns haben. Sie sollen uns von den wichtigen Dingen ablenken und unser soziales Leben zerstören, indem wir nur noch über soziale Netzwerke kommunizieren. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, wie unglaublich nützlich sie doch sind. Und das jeden Tag. Das Handy hilft uns schon früh morgens, bevor wir wach werden, beim Wecken. Auch gerade bei Kommunikation via Kurznachrichtendienst sind sie super hilfreich. So kann zum Beispiel ein Termin oder ähnliches schnell abgesagt oder einfach nur verschoben werden. Dadurch, dass man auch Nachrichten lesen kann, muss kein Geld für Zeitungen ausgegeben werden. Außerdem ist man immer auf dem neuesten Stand und diese Art von Zeitung ist umweltfreundlicher. Langeweile in der Freistunde? Ein Fremdwort für den Handybesitzer. Heutzutage kann man sogar Bücher auf dem Handy lesen und Spiele spielen. Gerade für uns Schüler bietet das Handy das umfangreichste Lexikon für Hausaufgaben. Direkt auf den ersten Blick hat man immer eine grobe Übersicht. Liest man dann noch eine Website durch, ist man perfekt informiert. Oh nein, alles in Ordnung? Gerade in Notsituationen kann das Handy lebensnotwendig sein, indem man mit ihm Hilfe holen kann. In den meisten Handys ist auch ein Navigationssystem über Google Maps gegeben, mit dem wir gut abschätzen können, wie lange wir für den Weg mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Rad oder der Bahn brauchen werden. Wenn man wenig Geld für Dinge ausgeben mag, kann man ganz einfach Preise vergleichen und gucken, wo sie am günstigsten sind und bestellen. Kreuz König auf Karo Dame, das Handy sollte man natürlich auch mal weglegen können. Und wenn es zu Uneinigkeiten kommen sollte, kann es auch beim Streitschlichten helfen. Ein Handy hat fast jeder. Und darauf hat auch fast jeder Fotos und Videos oder Social Media Apps. Heutzutage nutzt man Handys oft, um Verbindungen zu schaffen, Kontakte zu knüpfen und Sachen in Erinnerung zu behalten. Wie die Siebtklässlerinnen des Ursulinen-Gymnasiums das sehen und was ihnen wichtig ist, werden sie euch im folgenden Beitrag zeigen. Und danke nochmal für die Einladung. Ja. Das war echt toll bei dir. Danke, ist auch echt schön, dass du gekommen bist. Ja, dann bis zum nächsten Mal, bis morgen oder tschüss, so. Morgen tschüss. Oder so. Hey, warte mal, lass doch noch schnell ein Selfie machen, so als Erinnerung oder so, da für Instagram. Können wir auch posten. Ja, okay, können wir ja noch machen. So. So. Schick mir das Foto dann auch, ja, bitte, mach okay? Ich. Okay, dann tschüss. Tschüss nochmal. Dann, bis dann. Ciao. Tschüss. Komm gut nach Hause. Danke. Nachrichten. Wundert mich immer auf, wenn man mir einfach eine ganz liebe Nachricht schreibt, die mich die lieb sein soll und mich halt glücklich machen soll, worüber ich mich auch freue. Ja. Also Nachrichten wundern mich vor allem auf, wenn die nett geschrieben sind oder wenn die tröstend sind, wenn man gerade traurig ist. Ja klar denke ich, dass Handys Leute miteinander verbinden können. Klar, man kommuniziert ja auch durch Handys. Es stellt eine Verbindung dar, zum Beispiel durch WhatsApp und Social Media Apps und ja. Also ich denke schon, dass Handys Personen miteinander verbinden. Viele Bekanntschaften zum Beispiel werden ja auch über das Internet geschlossen. Dafür gibt es ja auch
zum Teil richtige Seiten und Apps, aber auch solche Sachen wie WhatsApp, wenn man einfach so damit schreibt, sich verabredet und so, da verbindet schon, denke ich. Ich finde das auch, dass man einfach so miteinander schreiben kann und man kann Bilder teilen und alle, mit denen man das teilen möchte, können sehen und man kann einfach seine Momente gerade miteinander teilen. Die Momente, die man teilt, erlebt man ja auch miteinander. Man erinnert sich ja auch immer wieder an den Moment zurück, wenn man die Aufnahme immer wieder anschaut. Ich glaube auch, dass auch Fotos und Videos Leute miteinander verbinden können. Man macht ja Videos und Fotos auch sehr oft zusammen. Und wenn man das dann später irgendwann mal anguckt, dann weiß man so, ey, nice, das haben wir mal da gemacht. Ja, stimmt, gestern war das mega nice. Immer mehr Menschen tragen sich in Fitnessstudios ein. Diese werden immer voller und teurer. Doch braucht man wirklich ein Studio, um fit zu werden? Wir finden, dazu gibt es eine genauso gute Alternative, die wir euch in diesem Beitrag vorstellen wollen. Der Frühling kommt. Kölns Parks füllen sich mit Joggern. Furcht ergreift die Menschen. Die Bikini-Figur sitzt noch nicht. Doch mit der richtigen Motivation schafft es jeder. Hilfe dabei bieten Apps und weitere elektronische Hilfsmittel. Sie bieten effiziente Übungen für Anfänger bis Profis, die ausführlich erklärt und durch Videos vertieft werden. Sie geben Ratschläge für ein gesundes Warm-up und Tipps für die Steigerung der Leistung. Durch Eintragen der Ergebnisse sieht der Nutzer seine Fortschritte. Fitness-Apps sind eine teilweise kostenlose Alternative zum Fitnessstudio und bringen die gleichen Ergebnisse. Und auch wenn es nicht direkt klappt, nicht aufgeben. Irgendwann schafft man es doch. Mit dieser Motivation kommt der Nutzer zu seinem gewünschten Ziel. Das Handy hat noch viel mehr Funktionen, als man denkt. Es ist ein multifunktionelles Werkzeug. Es dient nicht nur als Gewicht, nein, es dient auch zur Unterhaltung. Man kann darauf Filme gucken während des Workouts und noch vieles mehr. Ist das Handy nicht toll? Für manche bietet das Smartphone auch Möglichkeiten, wo es sonst keine gäbe. Für blinde und taube Menschen nämlich. Sie nutzen es, um sich im Alltag auch ohne fremde Hilfe zurechtzufinden. Zu diesen Menschen zählt auch ein Lehrer unserer Schule, Frank Bungard. Im Interview mit ihm erklärt er uns, was er für eine Krankheit hat und wie ihm sein Handy vor allem im Schulalltag hilft. Ich leide seit jetzt knapp 7 Jahren an Retinitis pigmentosa. Das ist eine Netzhautablösung, die dazu führt, dass ich halt nicht mehr scharf sehen kann. Und deswegen kann ich ohne technische Hilfsmittel nicht lesen. Ein wichtiges Hilfsmittel ist mein Computer und hier neben, das ist meine Lesekamera. Also mein Handy ist ganz besonders wichtig, einfach weil es mobil ist. Ich kann es mit in den Unterricht nehmen, es ist sehr, sehr unkompliziert. Apple oder eben Samsung, diese beiden sind in der Beziehung halt Marktführer. Wie gesagt, Apple dann noch ein Stück weiter. Die packen diese Programme oder diese Hilfsmittel also ganz automatisch auf ihre handelsüblichen Geräte und dann kann man das einfach dazu schalten und das ist schon toll, das ist jetzt irgendwie, dass wir als eine Art von interessante Größe auch wahrgenommen werden und dass das auch auf den Geräten auch umgesetzt wird, dass diese barrierefrei sind. 12:17 Uhr. Das heißt, mein Handy sagt mir also erstmal direkt die Uhrzeit. Ne? Ich klicke also, ich tippe mit meinem Finger, gehe mit meinem Finger übers Display und das Handy sagt mir, was unter meinem Finger liegt. Es wird also nicht sofort aktiviert, wie das bei euch, bei den normalen Funktionen funktioniert, sondern es wird mir erstmal gesagt, was da drunter ist. Wenn ich jetzt diesen Icon aufmachen möchte, drücke ich mit meinem Finger einmal zweimal schnell hintereinander irgendwo aufs Display. Und dann wird diese App geöffnet. Wie funktioniert das eigentlich bei mir bei WhatsApp? Weil ich bekomme ja auch schon mal Nachrichten. Da gibt es ja auch eine gute Möglichkeit, nämlich eine Diktierfunktion, sodass ich ganze Texte auch in mein Handy diktieren kann. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut und fast fehlerfrei. Hallo Leute, Ausrufungszeichen. Ich werde gerade interviewt. Das ist schon für mich eine super Vereinfachung. Da ich jetzt so ja die Texte, wie gesagt, nicht mit der Hand eintippen muss, kann das Handy halt, wie gesagt, auch mit bestimmten Gesten auf dem Display steuern.
Und so stoppe ich es auch wieder. Heute im Zeitalter von Handy sind das für uns ganz große, also für Leute eben mit einer Behinderung, ganz große, eine ganz große Errungenschaft. Die geht dann nochmal weit darüber hinaus, was jetzt zum Beispiel ein Handy für Normalsehende ist. Vielen Dank an unsere Schülerredakteurinnen für diese tollen und informativen Beiträge, die sie wie immer selbst geplant, gedreht und geschnitten haben und die, wie ich finde, kein bisschen wirklichkeitsfremd, sondern sehr wirklichkeitsnah sind. Und nun zurück zum Thema Nachrichten und Wirklichkeit. Nicht nur das Thema Jugendliche und Sucht ist in den Medien ein beliebtes Thema, was sich gut verkaufen lässt. Unsere Studenten Robin, Andreas und Miles haben sich mal durch die Schlagzeilen von Online- und Tageszeitungen gewühlt. Die Gesellschaft wird immer dynamischer. Medien passen sich an ihr Publikum an. Egal ob FAZ, Süddeutsche oder Bild. Jede Zeitung versucht, seine Leser einzufangen. Am leichtesten gelingt es durch den Einsatz von Schlagzeilen. Wer die besten Schlagzeilen hat, hat die meisten Leser. Der provozierte Sensationalismus führt jedoch schnell zu einer Verzerrung der Wirklichkeit. Krieg, Drogenkonsum oder Klimakatastrophe. Wie stark beeinflussen die Medien eigentlich unser Bild durch all ihre Schlagzeilen? Ja, Professor Dr. Lavega, die Frage möchte ich gerne gleich an Sie weitergeben. Wie stark beeinflussen die Medien und im Speziellen die Nachrichten denn unser Bild von Wirklichkeit? Zunächst ist es ja so, dass eigentlich alles uns beeinflusst, was wir tun oder aufnehmen. Und natürlich dann auch die Nachrichten oder Fernsehsendungen oder Reportagen, die wir angucken oder auch Bruchstücke von Informationen, die wir aufnehmen. Also mit der Tatsache, dass wir grundsätzlich von den Dingen beeinflusst und auch verändert werden, müssen wir leben. Das gehört zum Menschsein. Das Problem bei der Medienbeeinflussung ist vielleicht, das stark Ausschnittshafte, was eben Nachrichtensendungen dann doch oft kennzeichnen, und auch das Übermaß an Informationen, was es heute gibt, sodass der Zuschauer eigentlich ganz wenig Möglichkeiten hat, das irgendwo zu korrigieren oder das irgendwo zu recherchieren. Glauben Sie denn alles, was Sie lesen, hören oder sehen? Was ich sehe, höre, das glaube ich schon. Das sind ja meine eigenen Wahrnehmungen. Aber ob das da drin Vermittelte immer, also gerade in den Medien Vermittelte, immer so abgelaufen ist, da kann man manchmal seine Zweifel haben. Ich habe unlängst mal was ganz Interessantes erlebt. Da war ich in einem Schwimmbad und dieses Schwimmbad ist bekannt geworden, weil es im Zusammenhang mit den Flüchtlingen so ein Badeverbot verhängt hatte. Und dann sprach ich mit einer Kassiererin und die berichtete mir davon, dass dann Fernsehsender gekommen sind, um die zu interviewen. Und die hatten dann immer busseweise auch ausländisch wirkende Menschen mitgebracht und die dann da so hingestellt und eigentlich Situationen inszeniert. Ne? Und da wurde mir klar, dass also nicht alles, was man da so im Fernsehen sieht, also tatsächlich so passiert ist. Also vieles ist auch inszeniert oder mitunter ist es inszeniert. Man kann nicht davon ausgehen, dass das immer so alles so passiert ist. Also könnte man sagen, die Nachrichten geben die Wirklichkeit nicht immer wieder, so wie Sie das jetzt sagen? Ja, also sie versuchen es. Das ist ja sozusagen der Anspruch. Aber wie gesagt, das hat auch strukturelle Gründe, dass das nicht geht. Und wie eingangs auch schon gesagt worden ist, Nachrichten sind ja auch was Verkäufliches heutzutage. Und man kann oft so bei Nachrichtensendern sehen, dass ich gucke da auch so unterschiedliche, auch ausländische, wie dann so Bilder eingespielt werden, die mitunter mit dem Ereignis selber gar nichts zu tun haben. Die sind sozusagen wie so ein Hintergrundrauschen und sollen den Eindruck erwecken, man sei dabei gewesen, aber die haben unter Umständen mit dem Ereignis nicht viel zu tun. Ja,
Ja, Sie sprechen das ja gerade schon an. Es ist ja so, wie Sie sagen, es wird vieles inszeniert. Der Fernsehzuschauer aber, wenn er die Nachrichten sieht, er kann ja nur das beobachten, was für ihn andere mit der Kamera beobachtet und anschließend einen Beitrag zusammengeschnitten haben. Inwieweit kann man denn unter diesen Umständen noch von Wirklichkeit oder Echtheit sprechen? Ja, aber das Problem haben Sie immer. Auch wenn Sie durch einen Park gehen, dann sehen Sie ja selber, auch wenn Sie selber sehen, einen Ausschnitt immer, also von der Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit für den Menschen ist ja immer nur im Zusammenhang da. Das heißt, wenn ich nicht Verknüpfungen herstelle, eine einzelne Sache ist eigentlich nicht wirklich. Nur wenn ich sehe, dieser Baum steht in einem Garten, in einem Park oder in einer Vase, dann wird mir klar, also was für eine Bedeutung das hat. Das heißt, dieses Problem hat man auch außerhalb der Medien oder des Fernsehens, dass man als Mensch immer die Beziehungen der Dinge suchen muss. Und erst wenn man die Beziehungen hergestellt hat, dann weiß man, wie wirklich eine Sache eigentlich ist. Ich meine, Sie als Philosoph, Sie erzählen uns das so und Sie kennen sich damit ja schon ein bisschen besser aus als jetzt ich oder der Jugendliche. Wie ist es denn, was machen denn die Medien, wie beeinflussen Sie die Jugendlichen und Ihr Bild auf die Zukunft, wenn man jetzt mal annimmt, dass ein Jugendlicher sich meistens ja gar nicht, er hinterfragt ja meistens gar nicht alles. Ja, also ich glaube, was wirklich ein Problem ist, ist vielleicht die Überforderung, also die stattfindet durch, wie ich sagte, auch Überinformation, auch durch zu massive Information. Und dann, weil sich ja Nachrichten auch verkaufen wollen, wird auch gerne das gebracht, was irgendwie mit Katastrophen, mit Sensationen, mit Gefahren, mit Krisen, also was Emotionen weckt, verbunden ist. Und wenn ich mir das so manchmal angucke, also der Planet steht vor dem Kollaps, Schulden können nicht mehr zurückgezahlt werden, Kriege drohen, Atomkraftwerke können in die Luft fliegen, Überbevölkerung droht. Also wenn man sich das als junger Mensch sozusagen pausenlos anhört, dann kann einem ja Angst und Bange werden. Und das finde ich eine negative Beeinflussung, weil so ist ja die Welt nicht. Ne? Also trotz aller Gefahren gibt es uns ja noch und auch schon recht lange. Und so soll es ja auch bleiben. Also ich würde mir wünschen, dass man sozusagen auch mehr auf das blickt, was das Dasein ermöglicht, erhält und nicht nur, was es bedroht. Welchen Umgang würden Sie den Jugendlichen denn dann mit Nachrichten empfehlen, wenn Sie ja sagen, man soll nicht so sehr auf diese ganzen negativen Schlagzeilen sich nur darauf fokussieren? Ja, also ich glaube, weniger ist mehr. Also wenn man so auch sich auch immer wieder die Frage stellt, also ja, welche Information habe ich jetzt tatsächlich bekommen? Also oder auch sich mal fragt, was macht das eigentlich mit mir? Also wie beeinflusst das mein Leben, wenn man sich da mit auseinandersetzt und sozusagen nicht nur so sich beeindrucken lässt, dann kann man sowas wie eine Medienkompetenz entwickeln. Das heißt, ich nutze das und Medien, also das kommt ja von dem, also im Singular wäre das ja Medium, ein Mittel, was etwas anderes darstellt, dann weiß man, dass das ein Mittel ist und nicht die Sache selber und dass man das nicht so eins zu eins übernehmen kann und soll, sondern dass in der Auseinandersetzung, praktisch im Dialog mit dem, was man da erfährt und indem man Verknüpfungen herstellt, man der Sache selber dann näher kommt. Okay. Jetzt noch ein bisschen ein anderes Thema. Wir haben eine sehr globalisierte und auch vernetzte Welt. Trotzdem gelangen meistens nur Nachrichten, die für uns in Deutschland eine Bedeutung haben, wirklich in die Zeitungen, ins Fernsehen etc. Ist das noch eine zeitgemäße Berichterstattung? Ja, das mit dem Zeitgemäßen, das ist so eine Sache, weil die Zeit ist ja also rein rechnerisch für alle dieselbe, aber in verschiedenen Erdteilen ist es dann doch eine andere Zeit, weil es ja große kulturelle Unterschiede gibt, große politische Unterschiede in den verschiedenen Weltteilen. Also man kann nicht überall so leicht alles das erfahren oder in Erfahrung bringen, was wir hier erfahren. Und es gibt auch Länder, wo auch sehr, sehr viele Analphabeten zum Beispiel sind oder Leute, die gar keine Fremdsprachen können, wo der Zugang und auch die Möglichkeit, Nachrichten zu verarbeiten, sehr eingeschränkt ist. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen, aber so aus der europäischen Perspektive geht es, glaube ich, heute wirklich darum, weniger ist mehr, also filtern zu lernen, aussondern zu lernen und dann sich auch immer fragen, also
was trägt das eigentlich jetzt bei? Also was kann ich dem entnehmen, um eigentlich weiterzuleben? Oder erschrickt mich das bloß? Also und das ist eine Fähigkeit, die man entwickeln muss. Also würden Sie sagen, das ist so erstmal in Ordnung, weil man es filtern muss? Ja, also ich glaube nicht, dass man es abstellen kann, wie es ist. Es ist so, wie es ist, aber indem man es filtert, setzt man dem etwas entgegen. Und so wie bei den Supermärkten, da gibt es ja auch alles Mögliche, aber man kann ja nicht alles einkaufen, was es da gibt, beziehungsweise macht auch keinen Sinn. Also man sucht sich das aus, was Sinn macht. Und ich glaube, da kann man auch eine Kompetenz entwickeln, sowas zu tun. Noch eine ganz letzte Frage. Terror und Krieg beherrschen ja in vielen Teilen die Medien. Denken Sie, dass ein verstärktes Berichten über positive Ereignisse in der Welt vielleicht auch mehr Frieden fördern würde? Ja, also zum einen würde man vielleicht auch merken, dass das sozusagen eben eine bestimmte Schicht der Ereignisse ist. Also so ein Terroranschlag ist ja nicht sozusagen das Einzige, was an einem Tag passiert, sondern vielleicht sozusagen quantitativ eine Marginalie. Das steht nur im Vordergrund, weil es zerstörerisch ist. Und dass unser Dasein hängt eigentlich davon ab, dass ganz viel passiert, was das Dasein erhält. Ich glaube, was wichtig ist, gerade was bei diesen Terror und Bomben und Kriegsmeldungen ist, dass man die Zusammenhänge versteht und dass man da auch vielleicht weniger politisch korrekt zu sein versucht, sondern wirklich die Hintergründe, was steht dahinter, was bewegt Menschen dazu oder was hat sie dazu getrieben, muss man sagen. Denn oft sind das ja Getriebene, die so etwas tun. Und dass man sich mit den Hintergründen beschäftigt, das ist, glaube ich, das, was hilft, dann dieses Ereignis, was an sich schrecklich ist, in Beziehung zu setzen und dann damit umzugehen. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig heutzutage. Nicht nur das Ereignis selber zu sehen, sondern wie das zusammenhängt mit anderen Dingen. Gut, dann vielen Dank für diese interessanten Antworten, mal aus einer ganz anderen Perspektive. Herzlichen Dank auch von mir. Nun, in der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder Versuche gegeben, den Krieg als Mittel der Politik abzuschaffen. Besonders in den 50er und 60er Jahren wuchs eine regelrechte Friedensbewegung heran. Heute hört man in den Nachrichten leider nur noch wenig über solche Bewegungen. Gibt es sie nicht mehr oder verkauft sich Frieden als Nachricht einfach nur schlecht? Die Schülerreporterinnen des Ursulinen-Gymnasiums haben sich für uns einmal auf den Weg gemacht, um nach solchen Aktionen zu suchen. Für die heutige Sendung habe ich mich mit dem Thema Frieden im Tanz beschäftigt. Dazu habe ich die koreanische Tänzerin Helena Kwon, die in Köln lebt, interviewt und sie gefragt, was sie macht, um ein bisschen mehr Frieden und Freude mit ihrem Tanz in die Welt zu bringen. Findest du im Tanz etwas, was du als deinen inneren Frieden bezeichnen könntest? Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich tanze. Es gibt hier verschiedene Aktionen, um Leuten zu helfen und ein bisschen mehr Frieden in die Welt zu bringen. Findest du das gut? Ja, das auch auf jeden Fall, weil deshalb habe ich auch in Korea auch sehr viele solche Aktionen als Volunteer gemacht. Ich habe für Tanzchoreografien halt für die Leute gemacht, damit ich so eine Spende bekomme, also für den Tickets bekomme ich dann halt die Spende. Und die Spende wird halt für die Leute, die keine Eltern haben, die wohnen ja so in Jugendheim, glaube ich, auf Deutsch. Und dort haben wir das auch das Geld geschickt und manchmal waren wir auch für den ältere Leute, also die Oma, Opas in der Altersheim gewesen für Tanzen und so. Also eigentlich finde ich das immer das Beste, wenn man sowas machen könnte. Siehst du bei deinen Schülern, dass sie auch ihren inneren Frieden im Tanz finden? Ja. Viele Deutsche sehen ein Problem darin, dass die meisten Flüchtlinge kein bis wenig Deutsch können und sich somit die Chance auf Arbeit und die daraus folgende Integration nehmen. Um dieses Problem zu lösen, bietet unsere Schule Deutschkurse für Flüchtlinge an.
Ich habe mich auf den Weg gemacht, um nachzuforschen, wie die Deutschkurse der Ursulinenschule zur Integration beitragen. Ich bin nun unterwegs zur Erzbischöflichen Ursulinenschule in Köln. Dort treffe ich Frau Müller-Huntemann, eine Lehrerin, die ehrenamtlich die Deutschkurse organisiert. Wir haben uns gefragt, was wir als Schule für die Flüchtlinge tun können. Bildung. Wir sind ein Gymnasium, wir können Sprache vermitteln. Unsere Schülerinnen hatten viel Interesse und halfen tatkräftig mit. Zu Beginn haben wir zu einem Kennenlerncafé eingeladen, um erste Kontakte zu knüpfen. Durch die positive Rückmeldung seitens der Flüchtlinge und der Unterstützung 15 Lehrer und Lehrerinnen fanden 2 Tage später die ersten Deutschstunden statt. Da es viele verschiedene Leistungsstände gab, haben wir 6 Lerngruppen gebildet. Es wird 2-mal die Woche unterrichtet, das sich leider nicht ändern wird, da die Kapazitäten fehlen. Es kommen allerdings immer noch neue Flüchtlinge, die wir gerne unterrichten würden. Aber durch die Unterschiede des Leistungsstands mussten wir sie leider wegschicken. Größtenteils kommen Männer, es gibt aber auch Frauen. Teilweise bringen sie ihre Kinder mit, um die sich ganz liebevoll die Realschüler unserer Schule kümmern. Ich wurde sehr freundlich empfangen und durfte mir einen der Deutschkurse ansehen. Leider durfte ich aus verschiedenen Gründen nicht filmen. Dennoch fanden sich 2 Flüchtlinge, die bereit waren, mir einige Fragen zu beantworten. Allerdings gab es auch hier aus verständlichen Gründen einige Einschränkungen, was die Fragen anging. Zum Beispiel sollte ich nicht nach ihrer Familie und dem Weg nach Deutschland fragen. Meine Interviewpartner waren 2 junge Männer aus Bangladesch, die vor 5 Monaten durch einen Freund von den Deutschkursen erfuhren und seitdem so gut es geht regelmäßig teilnehmen. Sie finden die Deutschkurse sehr gut und hilfreich und sie versuchen im Alltag ihre Deutschkenntnisse anzuwenden, was ihnen trotz allem oft sehr schwer fällt. 2-mal die Woche sei jedoch zu wenig, um still und gut Deutsch zu lernen. Wir, Anna und Cleo aus der 10. Jahrgangsstufe des Ursulinen-Gymnasiums Kölns, haben uns über mehrere Monate hinweg mit Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren beschäftigt, die wegen der kritischen Situation in Syrien nach Deutschland geflüchtet sind und seit bis zu einem Jahr hier leben. Zusammen haben wir ein Theaterstück gearbeitet. In dem Theaterstück geht es um unsere ganz persönlichen Helden, wie zum Beispiel einen Arzt, Superman oder einen Sänger. Diese Helden retten mit ihren einzelnen Fähigkeiten und Eigenschaften 3 Mitglieder unserer Raumschiffmannschaft, die bei unserer Weltraummission in andere Galaxien verloren gegangen sind. Man sagt ja immer, Theater verbindet. Aber ob das stimmt, wusste keiner so wirklich. Wir sind in dieses Projekt gestartet, genau ohne diese Sicherheit. Und wurden sichtlich überrascht. Wir arbeiten jetzt schon seit Anfang des Jahres gemeinsam an einem Theaterstück über Alltagshelden. Selbstgeschrieben zu bemerken. Wie wir das so finden? Ich finde das gut. Ich finde es gut, da kann man gut Deutsch lernen. Ja, alles ist in Ordnung, ich finde es gut. Es macht Spaß, er bringt Freunde mit und ich mag ihn sehr. Super toll. Er gefällt mir richtig gut und wir sind ja richtig eine Mannschaft und arbeiten auch viel. Lachen wir auch manchmal und ja, gefällt alle, ja. Ich finde es toll, wir haben viel gelernt und mehr Spaß. Ich finde das Projekt super. Ich finde euch super. Ja, wir auch, definitiv. Wir haben in dieser Zeit viele tolle Menschen aus anderen Ländern mit nicht ganz so einfachen Vergangenheiten wie wir kennenlernen dürfen und uns sichtlich mit ihnen angefreundet. Unser gemeinsam erarbeitetes Theaterstück führen wir alle zusammen dann am 7. Mai auf dem Sommerblutfestival 2016 in Köln auf. Kommt doch vorbei, wir würden uns sehr freuen. Danke an unsere Schülerreporterin. Mit Tanz, Musik, Sprache oder Theater kann man also durchaus einen Beitrag zum Thema Frieden leisten. Und eine Nachricht sind diese Aktionen allemal wert. Und vielleicht hören wir in Zukunft auch wieder mehr über solche Aktionen, die den Frieden fördern sollen. Denn immer mehr Journalisten gehen inzwischen dazu über, nicht nur über Tragödien oder Probleme zu berichten. Stattdessen versuchen sie, Lösungen anzubieten und selbst bei schwierigen Themen positive Aspekte hervorzuheben. Das Konzept dahinter nennt sich konstruktiver Journalismus. Und wer jetzt durch das viele Reden über Nachrichten die Wirklichkeit ganz vergessen haben sollte oder vielleicht nicht mehr weiß, was Wirklichkeit ist, dem empfehlen wir unser heutiges Schlusslicht.
Die Journalistikstudenten Gernot und David haben für euch einen Tipp. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wissen to go, heute mit dem Thema Was ist Wirklichkeit? Ja, und um das zu erklären, müssen wir erstmal die Erscheinung von der Wirklichkeit abgrenzen. Erscheinung ist nämlich all das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, zum Beispiel mit den Augen sehen. Ganz genau. Und die Wirklichkeit ist nämlich, was sich dahinter verbirgt. Du erscheinst den Leuten wie so ein attraktiver Spanier, bist in Wirklichkeit aber nur der Ösi von nebenan. Aber würde das dann nicht bedeuten, jeder hat seine eigene Wirklichkeit, David? Sprich, in gewissen Situationen könnte es doch passieren, dass einem auch der Sehsinn mal einen Streich spielt. Ganz genau. Und das ist nämlich das große Problem. Es gibt nicht diese eine Wirklichkeit, wie du schon gesagt hast. Es gibt viele Wirklichkeiten, weil ja jeder irgendetwas anderes in seiner Sache interpretiert. Das ist abhängig vom Bildungsstandard, das ist abhängig von kulturellen Hintergründen und ab und zu auch vom Alkoholpegel. Können wir also festhalten, gestern im Gaffel, das war kein Einhorn mit FC Köln-Schal. Das war ein Jackenständer. Aber da gibt's ja noch ein zweites Problem. 21. Jahrhundert, World Wide Web. Ganz genau, das Internet, so nennen es die Deutschen zumindest, ist voll von Witz, von Bildung. Und Katzenvideos. Ja, mit irgendwas musst du dir die Zeit vertreiben. Spaß beiseite. Es entwickelt sich zur Scheinwirklichkeit, denn das Virtuelle erscheint meist besser. Aber David, wie kann ich dann auf Nummer sicher gehen, dass etwas wirklich real ist? Also, mir die Sinne kann einen Streich spielen. Da gibt's die sogenannte Baumtheorie. Stellt euch einfach mal in den Wald, schließt die Augen und rennt los. Irgendwann werdet ihr die Wirklichkeit schon spüren. Wenn ihr keinen Wald in eurer Nähe habt, hilft es auch einfach, wenn ihr mal den Fernseher, den Computer und euer Handy abschaltet und die Augen ganz weit öffnet. Die Wirklichkeit ist näher, als ihr denkt. Und damit wollen wir uns heute auch schon wieder von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Unsere nächste Sendung gibt es im Herbst. Dann werden wir das Thema Nachrichten und Sport ganz sportlich unter die Lupe nehmen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, als Schülerredakteure bei uns mitzumachen, dann meldet euch. Alle Informationen zur Teilnahme, wie auch die Filme unserer Schülerredakteurinnen, die wir heute aus Zeitgründen leider nicht mehr in die Sendung haben aufnehmen können, findet ihr hier. Auch Anregungen oder Kritik könnt ihr uns dort oder auf unserer Facebook-Seite gerne hinterlassen. Und jetzt nochmal einen besonders großen Applaus für unsere Schülerredakteurinnen und unseren Gast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss und bis bald bei Good Morning Cologne. Good news, it's all good news for you. It's all good news.